Ja, moin zusammen. Wie man sieht, das Auto steht jetzt andersrum. Ich habe die Bremsen noch nicht gemacht. Das hier unten will ich noch bearbeiten. Auch hinter der Stoßstange. Ganz gemeine Stelle. Passiert aber immer. Wie man sieht, auf der Unterseite habe ich jetzt schon lackiert. War jetzt nicht so wichtig, wie es aussieht. In erster Linie kommt da richtig Fetthohlraumversiegelung drauf. Heute, beziehungsweise jetzt, geht es allerdings um diese Delle. Wie gesagt, das kann euch auch passieren. Das reicht einmal von der Kupplung abzurutschen. Was weiß ich, ein Ersatzreifen, der irgendein Winterreifen, der irgendwo in der Garage steht, aufrecht. In dem Fall war es nämlich so. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der dieses Fahrzeug mal gefahren hat und diese Beule da reingefahren hat. Ein aufrecht stehender Winterreifen hinterm Auto. Ja. Einmal von der Kupplung abgerutscht, blum, hing dieser Winterreifen genau in der Stoßstange. Da war irgendwas vor, das hat dieses Muster auf der Stoßstange hinterlassen. Weiß nicht, ob ihr diese komischen. Ja, kackt der Hund drauf, ist egal. Völlig irrelevant, auf jeden Fall war das ein Ersatzreifen in der Garage. Und ja. Das müssen wir ja erst wieder rausholen, weil eigentlich sieht das hier so aus. Ne? Also hier ist schon eine ziemlich schöne Falz. Die ist jetzt hier natürlich flach. Was im Endeffekt alles hier oben nach oben drückt und diesen Knick verursacht. Das wiederum macht den Kofferraum undicht, Rost und so weiter. Haben wir aber nicht, noch nicht. Im Normalfall würde ich jetzt sagen, okay, wenn die Dichtung da hinten dicht hält, das Ganze ist hinter der Stoßstange. Das als Unfall zu bezeichnen, ist auch schon, naja, stark übertrieben. Ist nicht wirklich ein Unfall. Ist ein Versehen. Ich weiß. Die Gesetzesprechung sagt das was anderes, aber sagt da was anderes, aber ist ein Blechschaden und deswegen ist es ein Unfall. Und es ist kein schraubbares Teil. Ja. Deswegen machen wir das jetzt raus. Diese Beule. In früheren Zeiten hätte man jetzt ein fettes Stück Holz genommen von der anderen Seite und hätte drauf gekloppt wie blöd. Mittlerweile haben wir bessere Technik. Und zwar geht es darum, diese Kante hier wieder in den Ursprung zu versetzen. Und wie man hier sieht, ist diese Kante gerade jetzt. Also jetzt gerade. Hier ist auch etwas eingedellt. Das ist hier auf der Seite gerade. Okay. Im Grunde genommen geht es nur darum, den Kofferraum dicht zu kriegen. Mehr wollen wir gar nicht haben. Darum geht es nur. So, und deswegen müssen wir den Hauptverdächtigen wieder rausziehen. Und das ist der hier. Hier ist der Aufprall, hat der Aufprall stattgefunden. Hier war der höchste Druck. Alles andere. Hier ist ein Kollateralschaden. Ist also quasi mit passiert. Das hier und so weiter. Die Autos werden nicht stabiler, das ist das Problem. Wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man sieht hier unten die Schweißpunkte vom Heckblech. Wenn das jetzt nicht klappt, die Kante da rauszuziehen, werde ich die Schweißpunkte ausbohren, hier einen Schnitt machen, hier oben die Schweißpunkte ausbohren. Bis hier um die Ecke, hier sieht man so auch Schweißpunkte, nicht wahr? Dann werde ich dieses Stückchen rausnehmen und von dem Schlachtwagen reinsetzen. Hört sich aufwendiger an, als es ist. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit dem Verschrotten von Fahrzeugen. Die kann man meistens noch gebrauchen. Wenn sie gerade sind, und der andere ist hinten gerade, der hat ja nur an der Seite den Schaden, dann geht das alles wieder. Also wie gesagt, unser Ziel ist diese Kante da raus. Das ganze aufgestaufte Blech müssen wir jetzt wieder entspannen. Okay, ihr kommt jetzt auf Stativ und ich fange mal an zu arbeiten. So, jetzt habe ich genau an der Linie, ja, ihr seid immer noch nicht auf Stativ, genau an der Linie den Lack abgenommen. Ne? Erstmal, ne, da, hier sehen wir gleich. Einige haben gefragt, was das für eine Scheibe ist, die ich hier benutze.
Ne? Wie gesagt, ich kriege dafür kein Geld. Ich probiere das Ding jetzt aus, mir gefällt's. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Muss ich so wahnsinnig aufpassen wie bei der Flex, dass einem nicht die halbe Karosserie weggefräst wird. Man da mal ein bisschen Farbe abnehmen will. Ja, das ist ein wesentlicher Vorteil, muss ich sagen. Und sie schlägt nicht. Das ist bei den Drahtbürsten auch ein bisschen anders. Wie man sieht, mit einer Hand gar kein Problem. Mit der Drahtbürste muss man drücken, machen und tun. Und das ganz, ganz Wichtige auf großen Flächen ist, das Ding wird überhaupt nicht heiß. Ne? Ich kann direkt drauf fassen, so gut wie keine Temperatur. Ich bin ehrlich gesagt bis jetzt überzeugt. Ne? Ja, und jetzt kommt ihr auf Stativ. Das muss jetzt noch ein bisschen trocknen. Ich hoffe, ich schaffe das irgendwie, da Musik drunter zu legen. Ich weiß, das sind sehr lange Strecken jetzt mit Zeitraffer. Aber ich denke, ich kriege das irgendwie hin. Ich glaube, ich habe da ja mittlerweile was gefunden, wie das funktioniert. Ja, er ist wieder gerade. Die Falz mit der, ja, für die Aufnahme der Kofferraumdichtung ist wieder komplett in der Flucht. Ja, wie gesagt, ein, zwei Schönheitsfehler noch, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, das ist hinter der Stoßstange. Die Hauptsache ist, das rostet nicht. So, und darum werde ich mich kümmern. Das war jetzt, die erste Lage war Rostschutzhaftgrund. Da kommt eine Lackierung drüber. Und die wiederum, wenn sie ausgetrocknet ist, also komplett ausgetrocknet ist, kriegt einen ordentlichen Schub komplett hinter der kompletten Stoßstange. Einen ordentlichen Schub Hohlraumwachs. Diesmal werde ich kein Fett nehmen. Wir sind immer noch bei einem Opel Astra. Ne? Wenn jemand das Ding länger fahren möchte, bitteschön, ich habe es jetzt gezeigt, das geht. Ne? Man kann so ein Auto durchaus ein paar Tage erhalten, ohne dass es alle 5 Minuten auseinanderfällt. Ne? Kann man schon vernünftig machen. Wäre auch schön, wenn das nach dem Unfall gemacht worden wäre. Nach dem Parkrempler. Garagenunfall. Weiß der Geier, wie man das nennen soll. Also ich nenne sowas nicht Unfall. Unfall ist für mich, mir semmelt einer mit 10 km/h hinten rein und der Kofferraum ist schief. Hier ist nicht mal die Reserveradwanne betroffen, sondern nur dieses kleine Stückchen Heckblech. Ist halt eine blöde Stelle gewesen, ne? Aber mein Gott. Kann man reparieren? Ist dann auch genauso funktionsfähig wie vorher, hat keine Einschränkungen und wir sind immer noch bei einem Opel Astra. Ja, also wir wollen jetzt ja mal nicht anfangen, so von wegen, das ist ein Unfallwagen, der ist so und so viel weniger jetzt wert. Das ist ein Opel Astra von 2002, glaube ich. Habe jetzt die Papiere nicht so ganz vor Augen, aber ich glaube 2002. Kein Rolls-Royce.
werde jetzt auch nicht irgendwas verzinnen oder sowas in der Richtung. Ich habe das da jetzt repariert. Der Kofferraum wird wieder vernünftig schließen. Die Kofferraumdichtung wird vernünftig abschließen und vernünftig dicht halten. Und wie man sieht, die Zwangsbelüftung habe ich ein paar Mal ein- und ausgebaut, damit die hinten vernünftig abdichtet. Die werde ich jetzt erstmal rauslassen. Durch dieses Loch und die unteren Löcher werde ich auch Hohlraum versiegeln, sodass die Geschichte, die hier unten passiert ist, Moment, ja, das werde ich auch noch bearbeiten, da muss ich den Stopfen rausnehmen. Ja. Aber jetzt lasse ich erstmal das trocknen, ne? Immer eins nach dem anderen. Morgen ist auch noch ein Tag. Bremsen muss ich morgen noch machen. Und Lack darf gerne mal, beziehungsweise die Grundierung darf gerne mal durchtrocknen. Falls jemand jetzt fragt, huch, da wollte ich nicht hin. Was macht dieses Ding? Hallo? Ah ja. Typen der Technik. Was ich da genommen habe, um die Wollen da rauszuziehen, das waren ganz stinknormale Unterlegscheiben, die ich da aufgeschweißt habe. Ja, Vorbild ist ein Spotter, na klar. Ne? Aber ich werde mir wegen einem Opel Astra, der jetzt ein bisschen Probleme hinten dran hat, nicht einen Spotter kaufen für ein paar tausend Euro. Ne? Also, da reichen Unterlegscheiben und ein Zughammer. Der Zughammer ist derjenige, den ich normalerweise für Injektoren benutze. Und das ist auch ein Zughammer. Das ist nichts anderes als der andere Zughammer. Also, ne, mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, wie man sieht, die Sicke ist wieder gerade. Die Falz unten, beziehungsweise die Kante unten ist wieder da. Und ja, deswegen war es relativ einfach, oben die Falz wieder gerade zu ziehen. Das hat sich relativ gut gegeben, also gefügt, nennt man das ja. Ja. Der Wagen ist wieder eigenermaßen gerade. Der ist gerade. Ne? Bis auf ein paar Dellen jetzt, die noch übrig bleiben. Ich werde jetzt nicht anfangen, da hochtrabende Reparaturversuche anzustellen. Dass dieses Heckblech, das nie wieder einer sieht, völlig gerade ist. Nee. Im Kofferraum ist jetzt auch wieder alles gerade. Da werde ich auch Nahtabdichtung wieder drauf machen. Die Nahtabdichtung ist logischerweise nach innen ein bisschen, also die Naht ist ein bisschen aufgewölbt gewesen nach innen. Das habe ich jetzt wieder zurückgedrückt. Die Nahtabdichtung wird aufgegangen sein. Ich denke mal, da werde ich die wieder zumachen. Ansonsten hat das Auto nichts. Ja. Egal welches Auto ihr euch kauft, irgendwo hat der immer was gehabt. Ja. Das sind Autos, die 20 Jahre alt sind. Ja. Wir haben 2021, glaube ich. Wenn der aus 2002 ist, hat er 19 Jahre hinter sich. Und bei einem 19-jährigen Auto mit weiß der Geier wie vielen Vorbesitzern. Jetzt nicht der, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Weiß der Teufel, was da passiert ist in seinem Leben. Ich habe auch schon mal einen Manta damals gekauft und ich habe ja damals bei Opel gelernt. Da habe ich einen Manta gekauft und da habe ich dann rausgefunden, dass ein Händlerkollege den hintenrum komplett neu gerichtet hat. Kofferraum ist neu gewesen, Seitenwände sind neu gewesen, Kofferraumklappe, das Heckblech, top ausgeführt. Also lieber so einen mit einem, als mit einem verrosteten Heck. Man kann sich anstellen. Ich habe lieber ein gerades Auto ohne Rost. Unfallwagen, wir reden jetzt hier nicht von richtigen Unfällen. Ne? Der Manta ist hinten so weich, der ist auch letztendlich, das war ein Automatikauto. Und Opa hatte leider, das war ein Vorbesitzer, war ein Opa. Opa hatte leider R noch drin. Als er aussteigen wollte, von der Bremse gegangen ist und hat den Pfosten hinten mitgenommen. Ja, okay. Das war's dann erstmal von mir. Für heute. Moin. Ja, hier haben wir den nächsten Arbeitsschritt. Das ist Karosseriedichtmasse. Folgendes Problem. Ich habe jetzt hier dran gezogen. Ich habe die Scheiben aufgeschweißt, habe gezogen. Ja, hab das alles wieder gerade gekriegt. Ja, sieht alles sehr gut aus. Ja, im Grunde genommen aus, genauso wie hier. Ja, wie gesagt, das war nicht viel. Das sah nur ein bisschen viel aus. Ja, wenn man zieht, Hitze und so weiter, ne, entstehen Risse.
So, ich habe ja jetzt über das ganze Zeug, also nach der Reparatur habe ich Rostschutz drüber gesprüht. Das war allerdings noch nicht die letzte Geschichte. Das ist jetzt Karosseriedichtmasse, die ich jetzt mit na, Verdünnung und einem Pinsel verstrichen habe. Ist durchaus gang und gäbe, das Zeug, ne? Also hier ist genug davon und hier ist genug davon. Ja, also die ganzen kleinen Mikrorisse, die entstehen durch diese Reparatur, habe ich jetzt entfernt. Der Kofferraum wird wieder dicht sein. Auf der Innenseite echt Licht. Auf der Innenseite werde ich noch ein bisschen hier ergänzen. Hier sieht man, dass es ein bisschen, aber wirklich mikroskopisch klein aufgegangen ist. Moment, ich guck mal hier oben. Ja, da diesen kleinen Riss, seht ihr den? So, da werde ich auch noch ein bisschen. Das ist die originale Dichtmasse. Also das ist durchaus gang und gäbe im Automobilbau. Ja, bevor hier Feuchtigkeit reinkommt, wird auch das abgedichtet. Und dann ist alles wieder schön. Ja, also Karosseriedichtmasse benutzen die wirklich reichlich. Nahtabdichtung etc. Ja, ist überall. Überall zu finden. Das ist alles Werk. Ja, hier oben auch. Ist alles vom Werk. Ist nichts Böses, Karosseriedichtmasse. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, es entstehen Mikrorisse, wenn man hier dran zieht. Ja, die Kante ist jetzt wieder da. Die Kofferraumdichtung kann wieder vernünftig platziert werden. Oder ist wieder vernünftig platziert. Und mehr war das nicht. Und am Ende ist das alles hinter der Stoßstange. Und diese Karosseriedichtmasse ist überlackierbar. Also von da aus keine Einwände mehr. Ja, Hohlraumversiegelung danach noch. Dann hat sich das erledigt. Ja. Jetzt werde ich gleich hier noch ein bisschen drauf machen. So. Ich werde das nur ein bisschen antupfen und hinterher mit dem Finger verteilen. Mit dem Finger kann man das doch ein bisschen gefühlvoller reindrücken. Ich empfehle dringend Handschuhe, weil mit dem Zeug kann man sich an die Decke kleben. So. Das kriegt man auch nicht ab. Das wächst raus. Bei mir macht das nichts mehr aus, also von daher. Ne? So, auch noch einmal in die Richtung. So, dann ist dieser kleine Mikroriss nämlich auch dicht. Und da passiert nichts mehr. Ne? Schön reingedrückt mit dem Finger in den Riss. Und wie gesagt, das Zeug härtet aus, das ist brutal. Ja. Ich werde jetzt mal schnell abwaschen, sonst habe ich einen schwarzen Finger für die nächste Woche. So, wie man hier an der Endspitze sieht, die Roststelle ist auch weg. Habe aber gesehen, hier könnte durchaus mal ein bisschen Hohlraumversiegelung rein und nicht nur ein bisschen. Dieses ganze Teil ist ein Hohlraum, das hier. Ja, sehe ich kein Problem drin. Ich habe noch eine Lanze da und das Zeug habe ich sowieso immer da, Hohlraumwachs. Also von daher kriegt er auf beiden Seiten auch hier eine ordentliche Ladung ab. Da fängt es schon an zu trocknen. Hier können wir auch gleich anfangen. Ich denke, ich werde erstmal die Bremsen machen. Lass das in Ruhe komplett abtrocknen. Das ist extrem wichtig, Leute. Ich kenne wirklich Leute, die haben gute Reparaturansätze gemacht und dann bei den Trocknungszeiten total verkackt. Das gab dann Risse im Lack, in dem Gelände wieder Rost. Und dann nicht gemerkt und dann war Ende. Das ist leider ein echtes Problem. Auch wenn man da mit Infrarot-Scheinwerfern arbeitet und so weiter und so weiter. Das braucht eine Zeit, um durchzutrocknen. Gerade hier die Dichtmasse, das ist eine durchaus dicke Schicht. Erstmal abtrocknen lassen. Also solche Arbeiten vorziehen, dann die Bremsen machen, wenn sie fällig sind, oder Ölwechsel oder irgendwas anderes. Und dann hier weiterarbeiten. Das sieht jetzt fast trocken aus.
Ist es aber nicht. Ne? Das Gute an der Verdünnung, mit der ich dann arbeite, man riecht es, dass es noch ablüftet. Das gilt auch für hier. Ne? Ist noch nicht trocken. Ja. Ne, also Kofferraum ist wieder trocken, Rost ist entfernt. Sollte auch so schnell nicht wiederkommen. Vorausgesetzt, ich mache das mit der Hohlraumversiegelung, das mache ich gleich. Hinten durch die Entlüftungsöffnung. Die beiden Hohlräume an den Endspitzen und dann das einmal komplett das Heckblech. Und dann kommt dann noch ein Decklack drüber. Also hier über das Heckblech kommt ein Decklack und dann über die ganze Reparaturstelle. Und da drauf kommt dann Hohlraumversiegelung bzw. Wachs, damit wir da keine Überraschung mehr erleben. Dass die Stoßstange auch schön ewig dranbleiben kann. Nicht, dass sie irgendwann abfällt, weil sie abgerostet ist. Das wäre blöd. Also wie gesagt, Strukturschaden hat der Wagen gar nicht. War wirklich nur ein dusseliger Rempler. Aber das macht bei diesen Autos, je moderner die Dinger werden, macht das immer mehr Schaden. Das ist das Problem. Ich weiß noch, mein Vater mit seinem Rekord ist damals auch mal, ich glaube, gegen unsere Werkbank gefahren mit der hinteren Stoßstange. Rekord E von 81 mit den Chromstoßstangen. Ja, da war eine kleine Macke in der Stoßstange. Im nächsten Spanienurlaub hat sich jemand einen Hammer geschnappt und das Ding auf einem Sandsack ausgebeult. Eine Chromstoßstange und da war keine Macke drin. Ein paar Jahre später mit einem Mazda 626 ist Mutter einmal rückwärts in die Garage reingefahren und hat irgendwie eine Gasflasche eingeklemmt. Ja, alter Schwede, da war richtig was los. Stoßstange, das Heckblech, das Seitenteil hatte sogar einen Knick. Und die ist wirklich nicht schnell reingefahren, wir haben es alle gesehen. Ne? Die ist nicht schnell da reingefahren. Und hat da richtig, richtig, richtig Schaden gehabt. Hinter der Tankklappe war irgendwo war so ein leichter Knick Richtung Radlauf. Die ist da nur einmal kurz gegengekommen. Und das gilt nicht nur für Mazda. Nicht, dass das jetzt fernöstliche Autos sind scheiße. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Das Ding ist eigentlich ganz geil. Aber Mazda 626, der letzte, der 626 hieß, genau. Der hat richtig Schaden davon getragen. Aber das liegt an der Konstruktion dieser Fahrzeuge. Gut, es gab in den 70er Jahren gab es Autos, da bist du vor die Wand gefahren, du bist durch die Windschutzscheibe geknallt und das Auto hatte gar nichts. Ne? Ja, du, die Windschutzscheibe. Oder dir ist ein Auto hinten reingefahren, Granada, mein Opa hatte einen, Granada. Dem ist ein Ström BX reingefahren, du hast an der Seite nur noch Plastikteile vorbeischeppern sehen und nicht mal die Stoßstange war großartig verbogen. War verbogen, aber nicht wirklich, wirklich nicht viel. Das ist natürlich jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Aber wenn man schon so Pralltöpfe hinten dran hat aus Schaumstoff, dann sollten die eventuell auch mal irgendwie funktionieren. Da sind die amerikanischen Stoßstangen mit den Stoßdämpfern doch eine ganze Kante weiter vorne. Mit den Stoßdämpfern 5 km/h müssen die, glaube ich, aushalten. Ohne, dass sie irgendwelche Schäden davon tragen und drücken dann die Stoßstange wieder raus. Hatten wir bei meinem Pontiac. Der kam in die Werkstatt. Ich bin wogegen gefahren. Ja, dann stellen sie den mal draußen hin. Ich habe ja bei Opel gelernt. Wir haben auch GM gemacht. Und als wir rausgekommen sind, war die Macke. Wir haben die ja alle vorher gesehen, ne? Die Beule. Weg. Die Stoßdämpfer haben sich wieder rausgedrückt. Die Stoßstange war wieder gerade. Ja, dann haben wir Kunden angerufen. Kannst wieder abholen. Hat sich selbst repariert. Ja. Das hat viel Schönes. Die Stoßstange ist genau wie die alle anderen auch, ne? Golf, Vectra und so weiter, das ist nichts wert. Also Stoßstangen kann man das nicht nennen. Letztendlich geht es immer auf die Karosserie und ein bisschen schneller geht es dann auf die Karosseriestruktur und das ist nicht Sinn der Sache, finde ich. Da hört das dann auf mit sinnvoll. Ne? Ja, okay. Mal abtrocknen lassen. Man hat ein Essen. Bremsen machen. Muss ein bisschen rüberstellen noch. Steht ein bisschen eng. Ja. Okay, bis gleich. Ja, das ist so der Moment, wenn man anfängt zu zweifeln.
Das ist das Schlachtfahrzeug, ne? Dreimal besserer Zustand. Ja, wie gesagt, der war immer in Erwartung. Der hat neue Federn drin. Stoßdämpfer sind super. Schön gleichmäßig abgefahrene Bremsen. Könnte man sogar noch mit weiterfahren. Sind auch nicht alt. Großartig. Ne? Ja. Interessant, dass der Schlachtwagen so einen guten Zustand hat, technisch. Tja. Das war jetzt ein Wecker. Ja. Ja, auch sonst. Ja. Dreckig, ja, logisch, aber was will man machen? Ein Kater. Hallo Keks. Ja, das ist der Keks. Den habt ihr noch nicht gesehen. Ja. Ja. Ich nehme jetzt, man kriegt diese Schrauben hier oben in der Ecke, die die Stoßstange halten. Die gehen unglaublich gerne rund. Ja, muss jetzt gucken, dass ich die da irgendwie rauskriege. Ich sag ja, Torx, alles super, aber dann bitte mit mehr Qualität. Damit das auch ein bisschen länger hält. Ist immer alles ein bisschen schwierig. Ja, wenn die einmal rund gegangen sind, hilft nur noch ausbohren. Mit dem Schlüssel, ich habe jetzt alles probiert, draufhauen und weiß der Geier was. Und dahinter ist ein Plastikhalter. Möchtest du mitmachen? Keksi. Ja. Ja, wie gesagt, mit dem ist noch nicht Ende. Hier ist noch reichlich Technik, die man übernehmen kann. Die Bremssättel funktionieren super und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also der Wagen wird wirklich restlos verwertet. Da geht nur noch eine leere Karosserie auf den Schrott. Ja. So ist das. Der Endtop ist ja auch schon unter dem anderen drunter. Ja. So läuft das hier. Tja, okay. Dann popel ich den Blödsinn mal raus. So, wenn man jetzt hier gut sehen kann, ganz gut sehen kann. Der hier ist älter. Hm? Kein Rost. Nichts. Hinter der Stoßstange. Ja. Das Witzige an der ganzen Sache ist, und da ist kein Hersteller von ausgenommen, je länger die ein Fahrzeug bauen, umso schlechter wird es. Ist so. Ne? Der Kostendruck. Ist leider ein Problem. Übrigens hat der hier auch einen leichten Knall auf der Stoßstange gehabt. Hat sich aber an der Stoßstange nicht niedergeschlagen. Ich tippe mal, die haben die mal ausgetauscht und haben das... Ja, also ich sehe nichts. Vielleicht haben sie einfach mal ausgetauscht und das Ding da gelassen. Kosten 3 Euro. Naja, egal. Eins von diesen Dingern hier brauche ich. Hier ist die Stoßstange oben befestigt. Da fehlt bei mir eins. Also bei dem anderen. Bei mir fehlt nichts. Ne, wie gesagt, der ist vom Blech her. Obwohl der weit mehr Kilometer runter hat, ne, und weniger Pflege bekommen hat, ist der irgendwie vom Lack her, von der Substanz her besser. Ist immer interessant zu sehen. Das ist auch bei VW nicht anders. Die ersten Golf 3 waren noch ungefähr so auf der Reihe von Golf 1. Ach, von Golf 2. Golf 2 war ja legendär, was die Rostvorsorge anging. Und dann hat es stark nachgelassen. Dann kam der Golf 4, ging am Anfang auch noch, wir hatten auch einen von den ersten, kein Rost, ging so über den TÜV, könnt ihr auf dem Kanal sehen, das Auto, den roten SDI, 97er, und dann später, Heckklappen weggerostet, Kotflügel, Hilfe,
Das Witzige ist, die Älteren stehen auf dem Schrottplatz und spenden gute Blechteile für die Neueren. Da sieht man schon, warum ich da immer sage, was soll diese Wegwerferei? Ne? Das ist Blödsinn. Wenn das Auto fährt, fährt das Auto. Und, ja, der hat 200.000 Kilometer, der muss auf den Schrott. Nein, muss er nicht. Es ist immer so anstrengend, mit solchen Leuten zu sprechen. Wenn es darum geht, dürfte ich nicht ein einziges Auto hier auf dem Hof fahren. Na gut, ich habe ein paar unter 100.000 Kilometer, so ist es nicht. Ja. Ja, wie gesagt, der hier ist älter. Aber durch den Seitenschaden leider nicht mehr wirklich kostendeckend zu retten. Naja, er spendet auf jeden Fall reichlich Teile. Das kann man ihm noch... Das ehrt ihn ein wenig. Der ist ja gut. Jetzt sehe ich gerade, jetzt könnte ich das Heckblech hätte ich eigentlich hiervon übernehmen können. Naja, jetzt habe ich es ausgebeult. Und wie gesagt, hinter der Stoßstange sieht das eh kein Mensch. Und hinter der Stoßstange wird sich bei dem anderen Auto, bei dem anderen Astra jetzt eine Menge Hohlraumwachs befinden. Da möchte sowieso keiner mehr hingreifen, wenn ich damit fertig bin. Tja. Ja, ich glaube, ich nehme noch diesen Innenkotflügelgerät, Moped, nehme ich noch raus. Der andere ist leider, ich musste die Mutter hier oben abflexen bei dem anderen. Ist leider durchgeschmolzen. Sonst klappert das hinterher. Das möchte auch keiner. Ja. Sind noch 2 Zehner Schrauben und dann Muttern. Und dann hat sich das. Ja, ich glaube, ein Astra kriege ich noch hin damit. Je nachdem, was dran ist. So, jetzt mache ich mal weiter. So, da sind wir wieder. Das Gebläse läuft. Aus gutem Grund. Der ganze Blödsinn muss nämlich ablüften. Nein, der ist jetzt nicht spontan verrostet. Das ist Schutzwachs. Sieht hässlich aus, schützt aber. Aber wie gesagt, hinter der Stoßstange, wen kümmert's? So, das, was da unten raus tropft, ist die Hohlraumversiegelung. Die ganze Endspitze hinten ist einmal ausgesprüht. Hier das gleiche in grün. Mal Licht anmachen. Verdammt. So. Hier das gleiche in grün. Hier ist alles voll. Ja. Hier drin auch. Ist alles schön voll. In die Richtung auch. Ja. So. Hier sollte er auf jeden Fall nicht mehr rosten. Also erstmal nicht. Wir dürfen davon ausgehen. Ja. So, ich denke mal, jetzt kann ich mal langsam zur Montage schreiten. Baue den Kram wieder zusammen. Diese fusselige Zwangsentlüftung werde ich weglassen. Die war schon immer schlecht. Die hat Wasser reingelassen. Ich habe die aus dem anderen rausgenommen. Die war besser. Ja. Ja, ich denke, der Zusammenbau kann beginnen. Bis gleich. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ja, ich habe den ganzen Kram auseinandergenommen mit dieser Verblendung. Ich habe das Problem, dass die, ihr kennt diese Blechmuttern zum Aufschieben, diese Klammern. Ja, die ist hier total geröstet. Das ist, ja, blöd. Deshalb habe ich den Halter von der anderen Seite jetzt abgenommen und mal geschaut, ob ich da irgendwie was hinkriege. Ich denke, ich muss noch ein Schlachtauto. Nein, war ein Scherz. Ich werde jetzt nicht wegen der Stahlklammer ein Schlachtauto kaufen. Außerdem habe ich hinten noch einen stehen. Astra haben wir ja genug. Ja. Dann habe ich auch noch ein bisschen hinter diesem Halter ein kleines bisschen Rost gefunden, weil der nicht so richtig fest war. Hat er hin und her geschubbelt und hat da, naja, Grieben. So, die Puffer sind auf jeden Fall schon mal dran. Der Halter auf der anderen Seite ist mit einer neuen Blechklammer auch dran. Ja. Neue Nieten. Ja, hier ist eine neue Mutter drin. Eine habe ich noch gefunden. Die hatte ich noch. Ja,
Blöd. Ich hatte nur noch eine. Das ist blöd an der Sache. Ja. Kann man nichts machen. Ich hätte gerne heute den Stoßfänger wieder montiert. Aber wenn ich das jetzt irgendwie zusammenfusche, ist damit keinem geholfen. Deswegen mache ich damit morgen weiter. Das ist natürlich blöd. Ja. Grundsätzlich klemmt die Stoßstange ja hier drin. Hier in dieser Fuge. Hier klemmt die Stoßstange drin. Aber am Ende wird sie hier fixiert. Ja. Wie man sieht, musste ich das Ding ganz schön rauskämpfen. Ja, trotzdem kaputt gegangen. Weil die Schraube darin festgerostet ist. Ja, ich werde jetzt keinem im Werk sagen, dass sie da jede Schraube mit Fett einsetzen sollen, aber ich werde es machen. Sobald ich hier so ein Blechteil finde. Ich habe auch so eine erlesene Auswahl an Karosserieschrauben, deswegen ist da die Auswahl der Möglichkeiten etwas größer bei mir. Ja, aber ich habe einfach keine mehr von diesen Blechklammern. In meiner Rumpelkiste hier habe ich gerade noch eine gefunden. Das ist alles von geschlachteten Autos. Aber sonst habe ich auch nichts mehr da. Das ist das Problem. Tja, blöd. Ja. Was auch noch gehen würde, wären Kotflügel. Also unter Kotflügeln sitzen ja auch diese Blechklammern. Da werde ich hoffentlich eine finden. Aber wie gesagt, heute werde ich da nichts mehr hinkriegen. Wir haben jetzt 21 Uhr, ich habe Hunger. Ich werde auch nachher das Video hochladen. Ich denke, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Ne? Ist komplett entrostet, ist komplett versiegelt. Da oben habe ich, wie gesagt, noch ein bisschen was gefunden. Das wird gleich noch überlackiert. Dann kann bis morgen kann das in Ruhe durchtrocknen. Wenn ich den Halter da drauf wieder festniete, kommt da natürlich auch Hohlraumwachs drunter. Habe ich auf der anderen Seite jetzt nicht gemacht. Auf der anderen Seite habe ich es mit Fett gemacht. Aber hier scheint der zu Rost zu neigen. Auf der Vorderseite. Und zwar da. Ne? Habe ich komplett entfernt. Versiegelt. Gleich kommt da noch Lack drüber. Ja. Der kann dann bis morgen ganz in Ruhe durchtrocknen. Dann sehen wir weiter. Ja. Okay. Ich denke, das sieht soweit gut aus. Ja gut, dann kann das Wachs auch bis morgen abtrocknen. Ist ganz schön klebrig, das Zeug. Darunter habe ich dann natürlich auch Wachs drunter gehauen, ohne Ende. Habt ihr ja gesehen, als die Halter noch nicht dran waren. Puh, ich muss wirklich was essen. Ja. Ich denke, ich mache das Video fertig. Ich komme nicht weiter. Erstmal. Ich wünsche euch noch ein angenehmes Restwochenende. Einen sanften Start in die Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.